Das ist ungewöhnlich, dass man als Klavierduo so weit voneinander entfernt wohnt. Bei uns war das auch nicht immer so. Wir haben die ersten 20 Jahre unseres Klavierduo-Spielens haben wir sehr dicht beieinander gewohnt. Und seit etwa 8 Jahren ist jetzt diese räumliche Entfernung Berlin-Stuttgart entstanden. Wir haben aber jeweils 2 große Konzertflügel bei uns zu Hause stehen, sodass wir wirklich da ganz frei sind, was die Probenzeiten angeht. Und machen das inzwischen phasenweise, also dass wir mal eine Woche dann entweder in Stuttgart oder in Berlin sind. Musik von Peter Oetvös ist eine urungarische Musik. Und dieses Stück vielleicht noch extremer, weil er sich selbst auch gefreut hat, um zu diesem Jubiläum von Béla Bartók ein Stück schreiben zu können, das er Béla Bartók widmet und wo er, wie er selbst eben sagt, zu seiner musikalischen Muttersprache zurückfinde, nämlich der Musik von Béla Bartók und endlich mal so schreiben darf wie Bartók. Und dieser Klang dieser Musik und der ungarischen Sprache und auch diese Landschaft in Ungarn, das ist was in diesem Stück lebt. Dieses mit den anderen 2 Ohren hinterhört, hinterfragt zu bekommen, was man eigentlich gerade macht, immer sich überlegen zu müssen, wo führen wir hin, immer sich Gedanken zu machen zu müssen, formulieren zu müssen, was man da jetzt gerade tut und einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist eine Intensität des Zusammenspiels, die uns einfach ganz früh fasziniert hat und einfach jetzt über 30 Jahre lang anhält, diese Faszination. Also wirklich dieses gemeinsam etwas zu machen, das ist wohl einfach das Besondere an unserem Beruf und auch das, was uns einfach bis heute einfach fesselt daran.